Jetzt nochmal ein anderes Beispiel, wo die Draufsicht für Klarheit sorgen kann. Zum Beispiel in Kriegs- oder Krisengebieten. Da weiß man ja oft nicht, was genau passiert ist und was jetzt als Propaganda nur verbreitet wird. Und da können Satellitenaufnahmen den Menschenrechtsaktivisten und auch den Journalisten helfen. So konnte zum Beispiel Amnesty International dokumentieren, wie die Terrororganisation Boko Haram Anfang des Jahres in Nigeria gewütet hat. Na, da kann man verstehen, was man mit dem Begriff eine Ortschaft dem Erdboden gleich machen meint. Es gibt immer mehr Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit solche öffentlich zugänglichen Satellitenaufnahmen auswerten. Wie man das macht und was man dabei rausfinden kann, haben wir einen der renommiertesten Aktivisten mal gefragt. Быстрее, быстрее! Sommer 2014. Ukrainische Regierungstruppen unter schwerem Beschuss. Mittendrin ein Reporterteam der ARD. Wer schießt hier auf wen? Und von wo kommen die Angriffe? Ausgerechnet hier im beschaulichen Mittelengland gibt es jemanden, der sich auf Spurensuche macht. Was ist Propaganda? Was sind Fakten? Er ist kein Journalist, kein Regierungsmitarbeiter, sondern ein normaler Bürger. Der unabhängige Blogger Elliot Higgins hat sich darauf spezialisiert, Bilder aus Krisengebieten zu analysieren. Wir haben uns Artillerieangriffe in der Ukraine im Sommer 2014 angeschaut. Viele behaupteten, die Angriffe kamen von jenseits der Grenze aus Russland. Aber es fehlten Beweise. Elliot Higgins wichtigstes Werkzeug ist das kostenlose Programm Google Earth, mit dem sich gut aufgelöste Satellitenbilder der ganzen Welt anschauen und untersuchen lassen. Auch von der umkämpften Ostukraine. Eine besondere Funktion des Programms? Die Zeitreise. Man kann damit auch durch ältere Satellitenbilder blättern, die in vergangenen Monaten und Jahren veröffentlicht wurden. So kann jeder sehen, ab Mitte Juli 2014 sind die Felder hier übersät von Einschlagkratern. Von mehr als 300 Artilleriegeschossen. Wir haben für jeden Krater die Flugbahn des Geschosses ermittelt. Mit bewährten Berechnungsmethoden, wie sie auch das Militär verwendet. Die Flugbahnen zeigten alle in eine bestimmte Richtung. Die Richtung ist jetzt klar, aber welche Entfernung haben die Geschosse zurückgelegt? Jenseits der Grenze in Russland stößt Higgins auf auffällige Veränderungen. Solche mobilen Raketenwerfer hinterlassen typischerweise diese verbrannten Stellen. Es gibt nur eine Handvoll Fahrzeuge, die dafür in Frage kommt, die meisten davon russisch. Durch die Reifenspuren auf den Feldern konnten wir die Spurbreite ermitteln. Die Spuren legen nahe, dass hier sogenannte Gradraketenwerfer gestanden haben. In Gefechtsstellung. Ihre Ausrichtung und die Brandspuren belegen, wohin sie geschossen haben. In Richtung des Kraterfeldes in der Ukraine. Ein Einzelfall? Oder gab es noch mehr Angriffe aus Russland? Elliot Higgins sucht nach weiteren Belegen. Auf diesem Schlachtfeld wurde die ukrainische Armee gleich aus 5 verschiedenen Richtungen beschossen. 4-mal finden sich die Spuren von Raketenstellungen jenseits der Grenze in Russland. Einmal knapp auf ukrainischem Territorium. Für manche dieser Stellungen in Russland konnten wir Videos in sozialen Netzwerken finden, die das Abschießen zeigten. Manchmal nur Rauch, manchmal sogar die Raketen. Von russischen Bürgern gefilmt und ins Netz gestellt. Typische Landmarken in den Videos, etwa Seen, Hügel und einzelne Bäume, lassen sich auch auf Satellitenbildern finden. Und bei Google Street View, dem Webdienst, der die Welt in 360-Grad-Ansichten darstellt. Nach und nach bestimmt Elliot Higgins genau, wo die Amateurvideos aufgenommen wurden. So kann er bestätigen, dass das, was er auf den Satellitenbildern entdeckt hat, tatsächlich die Feuerstellungen waren. Die Videos, die Brandmarken und Fahrzeugspuren,
und die Analyse der Einschlagkrater auf den Satellitenbildern. Das alles fügt sich zu einem Bild zusammen. Alles deutet darauf hin, dass dies organisierte Angriffe waren. Die Raketen kamen aus Russland.